Norman Langen, der Sänger, der mit Deutschland sucht den Superstar bekannt wurde, ist heute auf seiner Kernhausbaustelle. Gemeinsam mit seiner Verlobten Verena de Haan und seinen Eltern legen sie die Grundsteine für ihre beiden Kernhäuser. Und was kommt rein in die Box für die Grundsteinlegung? Also, wir haben uns was ganz Besonderes überlegt für die Kiste, die ja gleich eingebuddelt wird. Und zwar ist das ja der sogenannte Oscar, denn unsere Hochzeitsplanungen sind ja schon weit fortgeschritten und das wird auf jeden Fall ein Gastgeschenk für jeden, der zu uns auf die Hochzeit kommt. Und weil unsere Hochzeit nach dem Motto Show, Unterhaltung und Fernsehen geht, weil wir uns halt darüber kennengelernt haben, fanden wir das eigentlich eine ganz gute Idee. Und ich denke, es wird auf jeden Fall die Gäste wie auch uns ja, verbinden. Das zweite ist einfach ein Spruch, den wir eigentlich ziemlich passend fanden. Ich kann ja mal vorlesen. In diesem Haus wird gelebt. Geben wir eine zweite Chance, sagen wir bitte und danke. Haben wir Spaß, werden Fehler gemacht und verziehen. Ist es mal laut und mal leise, geben wir unser Bestes, wird getanzt und gelacht. Ist es bunt und lustig, wird geliebt, sind wir eine Familie. Also besser passen geht's nicht, ne? Da sieht man eigentlich, wie bekloppt wir sind. Das war unser erster gemeinsamer Urlaub, wo wir noch gar nicht wussten vor 4 Jahren, ob wir wirklich zusammenkommen oder ob das einfach nur ein Techtelmechtel ist. Und letztendlich ist da ja halt wirklich was Festes raus geworden. Wir sind verlobt und werden bald heiraten. Ja. Griechenland Kos war es. Genau. Und das nächste Bild, das war für uns auch ziemlich spektakulär. Das war quasi unser erstes öffentliches Outing vor der großen Presse. Da habe ich meinen Schatz jetzt erstmal mit über den roten Teppich genommen. Das war letztes Jahr im November 2015 bei der José Carreras Stiftung. Und es hat natürlich Furore geschlagen, ja, also im Internet und auf einschlägigen Seiten. Und deswegen war das für uns eine sehr schöne, aber danach auch sehr harte Zeit, die uns natürlich noch enger zusammengeschweißt hat. Und ja, ich denke, das ist einfach eine schöne Erinnerung, die man somit auch vergraben kann. Der private Event des Sängers lockt die Presse und sogar gleich 2 Bürgermeister vor Ort. Wir stehen ja hier auf der Stadtgrenze zwischen Übach-Palenberg und Geilenkirchen. Und sowohl mein Kollege Georg Schmitz als auch ich als Bürgermeister freuen uns, dass eine so berühmte Persönlichkeit hier bauen wird, in Übach-Palenberg in dem Fall. Und wir sind auch eingeladen worden, haben lange Zeit sehr gute Beziehungen zur Familie Langen. Und auch Guduschat, und von daher bin ich ganz herzlich und gerne hier hingekommen. Wir kennen es eigentlich schon relativ lange Zeit mittlerweile, sind uns nicht nur bei Auftritten viel begegnet, auch bevor er bekannt wurde schon. Und da war mir natürlich eine Herzensangelegenheit, beim Spatenstich dabei zu sein. Und auch die Eltern des Bauherren haben sich für den Grundstein etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Also wir haben heute unseren Hochzeitskuchen vergraben. Wir haben morgen vor 14 Jahren geheiratet und eine gute Freundin von uns hat uns dann ein Stück von unserem Hochzeitskuchen abgeschnitten und hat gesagt, wenn es euch mal schlecht geht oder wenn ihr mal an Trennung denkt oder mal richtig Krach habt, dann holt ihr den Kuchen raus. Das haben wir bis jetzt nicht benötigt und ich denke, jetzt wird es auch nicht mehr nötig werden. Und deshalb haben wir ihn jetzt eingegraben, zu seiner letzten Ruhestätte sozusagen. Ganz genau, ja. Und wie war's? Aufregend. Heute wurde jetzt der Grundstein gelegt. Der Startschuss fürs nächste gute halbe Jahr ist gesetzt. Und jetzt sind wir gespannt, was auf uns zukommt. Alle sind happy. Ich denke, das konnte man vorhin sehen in allen Gesichtern. Alle freuen sich jetzt einfach, dass es losgeht, dass wir mit dem Rohbau starten können.